ready to take off. All right. Let's go begin in the week. Yeah, okay. Ich klär mich bitte. Danke dir. Servus. Hi. Also, wir sind hier bei Big Boys, Scene Talkers. Erzähl ein bisschen mal was von dir. Wer hast du? Ja, ich bin der Marco von A New Chapter. Ich bin der Gitarrist von ihnen. Ja, sonst kann man nicht viel dazu sagen. Wie schaut's mit dir aus? Luki von Street to the Ocean, Gitarrist auch. Und ja, voll. Der Jörg hat eine Anregung zum, also eine Bemerkung zu machen, um das Thema zu starten. So, wir fangen an. Es ist schwer, genrefremde Bands in unser Metalcore-Genre zu integrieren. Mhm, ja. Was fällt euch ein dazu? Schwierig. Dadurch, dass Metalcore generell eine ziemlich harte Musikschiene ist, glaube ich, muss man da viel, also da kommt dann ziemlich viel auf einen zu, und ich glaube, da muss man erst wirklich verstehen, worum es geht im Metalcore. Es ist schon eine harte Musik, finde ich, aber natürlich, wie es ihr in eurer Musik zum Beispiel auch viel integriert, viele Clean Vocals, teilweise sehr poppy Parts, dann teilweise. Wie man andere Bands gut integrieren könnte in dieses Metalcore-Gebilde, ist eine interessante Sache. Ja. Das Problem ist, es sind halt schon so ein riesen breiter Fächer an verschiedenen Metalcore, beziehungsweise Metal-Genres eigentlich. Also das sind eben Black Metal, Hardcore, dann hast du alles Mögliche. Also es ist einfach schon so viel Material und Info da, dass du als Zuhörer, glaube ich, einfach schon zu perfektionistisch dafür bist. Dass du sagst, okay, ich mag jetzt zum Beispiel nur noch Bands, die nicht singen, oder Bands, die immer einen Chorus drinnen haben. Ja, voll. Oder halt einen Chorus, aber keinen Clean Chorus. Also es ist halt, die Meinung ist einfach schon so breit gefächert, weil es einfach schon so viel Material gibt, dass es dann einfach schwer ist, glaube ich, auch als Zuhörer zu sagen, okay, ich höre jetzt da von bis. Die meisten Leute spezialisieren sich dann halt nur noch. Aber dennoch gibt es genug Leute, die sagen, okay, sie hören halt hauptsächlich jetzt da, keine Ahnung, Hardcore, und mögen aber trotzdem den Postcore oder sowas. Also ja. Es kommt, glaube ich, auf die Einstellung auch sehr dann auf die Ja, Person vor allem, man muss einfach viel, viel zulassen dann im Endeffekt, einfach als Offenheit ist dadurch, glaube ich, das Wichtigste. Ja, fix. Also Metalcore-Leute können schon sehr idealistisch sein auch teilweise, was ihr Genre betrifft. Stimmt. Und ja, aber wie du sagst, es ist schon ein sehr hohes Niveau, vor allem auch an den Bands. Es ist alles sehr, sehr genau gemacht. Es lehnt mittlerweile, finde ich, schon auch soundmäßig viel an Djent an. Ja. Auch wenn Djent jetzt sozusagen wirklich ein Genre ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Oh, ich glaube, gleich fliegen die Fäuste. Naja. Aber es ist halt natürlich, es hat sehr viel bewirkt in der Musik. Also es hat sehr viel progressive Rhythmen dadurch gegeben. Und das sind halt, wo die Bands dann eben aufgesprungen sind auf den Zug und haben gesagt, okay, wir wollen auch so progressive Rhythmen haben. Deswegen liebe ich so Bands wie Crystal Lake zum Beispiel gerade. Voll. Weil die haben eigentlich mehr als Deathcore, Hardcore-Band angefangen. Genau. Es gibt Sets von denen auf Hate 5-6, wo sie komplett, also wirklich nur ein Hardcore-Set machen, eine halbe Stunde, und die Crowd komplett auszuckt. Aber die sind jetzt mittlerweile schon so ausgespannt einfach, dass sie einfach einer der besseren Metalcore-Bands sind. Aber trotzdem dann einen Mainstream-Part irgendwo dann noch drinnen. Ja, fix. Und dann aber auch Black-Metal-Elemente reinbringen und Hardcore-Elemente, trotzdem sich true bleiben irgendwie zu ihrem Genre. In eigenen Stil. Ja, genau. Das ist halt, ich glaube, das ist halt auch das, wo die Bands einfach heutzutage sehr stark punkten, einfach ihren eigenen Stil. Mm. Und eigener Stil heißt dann halt auch immer natürlich, eben, du machst was Eigenes, aber es muss nicht jeden taugen. Und das ist dann halt auch schwer. Wenn jetzt da eben Crystal Lake, du hast eine Death-Hardcore-Band, und du hast jetzt auf einmal
Chorus, Clean Chorus dabei. Da denken sich dann halt auch die eingefleischten Hardcore-Leute, oh, das mag ich jetzt ja, oder irgend sowas. Und das ist halt, glaube ich, dann auch das Schwere, wenn du einfach in einer Band schon viele gemixte Genres hast, dass du dann wirklich sagen kannst, okay, du kannst eine Menge von Leuten damit erreichen, die das dann auch das ist, wirklich hören wollen. Das ist bei uns nämlich auch so. Ihr habt ja auch eigentlich sehr viel Wir spielen zwar, wir sind unter dem Umbrella Metalcore, aber ja, wenn man sich unsere EP anhört, da haben wir alle möglichen Elemente drinnen. Ihr habt ja viel Hardcore dann auch, also so... Ja, voll. Ein Song von uns, Hardstep, der ist sehr, sehr hardcore-lastig, aber dann hat er in der Mitte einen sehr slammigen Breakdown auch. Genau. Und das probieren wir halt auch selber als Band, dass wir halt schon unter dem Metalcore-Umbrella bleiben, aber irgendwie von jedem Genre, was uns gefällt, halt ein bisschen was rausnehmen. Voll das, was dir taugt, einfach reinhauen in die Songs. Ja, voll. Oder auch bei den Live-Shows. Ich finde zum Beispiel das Live-Element bei Hardcore-Shows viel, viel cooler als bei Metalcore-Shows. Einfach diese Barrierefreiheit mit der Band, dass du auf die Bühne rauf kannst und einfach die Sau rauslassen ja, kannst. Und es ist einfach auch die Connection zu der Band einfach hast. Denen ist es egal, wenn denen mal das Mikro aus der Hand gerissen wird, den Sängern, und dass du mal reinschreist. Ich meine, das kann für andere Konzertbesucher dann so sagen, so, oh ja, das war jetzt mein Lieblingspart, den hätte ich gern vom Sänger gehört. Ja, ja. Aber im Endeffekt, es kommt auf die Gesamtexperience, finde ich, an. Mhm. Und das will ich auch ein bisschen mehr einbringen, auch bei den Live-Shows einfach. Das habe ich ordentlich motivieren. Bei Polar habe ich das gesehen, das war bei dem letzten Konzert, wo ich war. Die haben das recht cool gemacht. Die haben ja eigentlich einen ziemlich starken Hardcore-Einfluss, ja, aber dennoch viel Metalcore-Riffs und sowas voll drin. Und bei denen war die Show einfach so eine starke Präsenz vom Sänger allein da. Du hast einfach mitmachen müssen. Sänger ist, das war Wahnsinn. Du hast Angst gehabt, sobald du dich dort nicht mehr bewegt hast. Das ja, voll. Der geht ziemlich die Crowd an. Ja. Da hast du halt wirklich auch ein großes Spektrum, was auch wieder abgeglichen wird mit Hardcore und dem Metalcore. Dem neuen Metalcore halt zumindest. Und ich glaube, das ist halt auch wieder ein Punkt, was einfach viele Leute anspricht. Und dann Leute vom Black Metal für das rein zu integrieren, ist halt schon schwer. Ja, voll. Das ist halt das Problem. Ja, umgekehrt aber natürlich genauso. Also ja, es ist voll schwer für Leute vom Metalcore jetzt zu verstehen, okay, wie funktioniert Black Metal eigentlich wirklich? Oder was ist da dahinter? Ja, da muss man schon sehr viel beschäftigen damit. Ja. Damit man versteht die ganze Ästhetik von Black Metal. Da steckt viel dahinter. Ich habe mich da viel beschäftigt damit. Ich habe da, wie ich angefangen habe, wirklich die Extreme Metal Sachen raus zu exploren. Nein, also so Black Metal Elemente in Core Bands finde ich mega, mega geil. Aber so durchgehend Black Metal hören, so ein Album viel, durch, ja, da werde ich dann schon ein bisschen müde nach einiger Zeit. Aber vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige Black Metal Band gefunden, die mir halt wirklich, wirklich gut gefällt. Das ist es dann halt auch. Man muss dann halt auch die Bands finden und sich auch den Stil halt auch wieder finden. Also, ja, okay, genau. Das kann ich mir anhören, das ist meins. Ja, fix. Aber mehr Hardcore-Elemente in Metalcore auf jeden Fall. Ja. Das muss sein, auf jeden Fall. Fallen euch lokale Acts ein, die außerhalb des Metalcores stehen, die ihr gerne einladen würdet? So, jetzt an den Topf. Ja. Lokale Metalcore-Bands in die Show einladen? Genrefremde Bands. Also genrefremde Bands. Es gibt einfach so viele Bands generell. Die Here for a Reason zum Beispiel. Ja, das, voll. Die Bushes sind super. Das ist eben, glaube ich, der typische Ausschwung. Ja, voll. Die geben einen guten Ausschwung. Du hast einfach eben, wir haben auch damals mit denen gespielt gehabt, du hast ein komplettes Metalcore-Line-Up gehabt. Ja, fix. Und die waren trotzdem da. Ja. Und die haben aber trotzdem eine coole Show gemacht, einfach weil die Präsenz ist da und die Leute haben es gern gehört. Ja, voll. Also ich finde, auf jeden Fall kann man auf jeden Fall immer einbringen. Ja, stimmt. So mehr Punk-Bands. Stimmt, ja. Mir fällt aber jetzt keine Punkband ein, leider aus Wien, ehrlich gesagt. Ja. Dann machen wir den nächsten Satz weiter. Ja. Und zwar, Selbstverwirklichung ist mir wichtiger als ein hoher Bekanntheitsgrad. Aha. Selbstverwirklichung ist ein... Nochmal, Selbstverwirklichung ist höher. Ist dir wichtiger? Wichtiger. Als ein hoher Bekanntheitsgrad. Ja, nein. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
ich will keine Justin Bieber-Songs spielen, nur damit ich jetzt 10.000 Euro kriege. Ja, vor allem, du machst ja, man macht ja Musik, um sich selber auszudrücken, ja, irgendwie. Und wenn du dann nicht authentisch bist in dem, was du machst, dann bringt es dir nichts. Ich weiß nicht, mir würde es selber nichts bringen, wenn ich dann vor 10.000 Leute spiele, aber ich dann... Ich könnte das nicht. Also ich könnte jetzt auch nicht nur jetzt für, keine Ahnung, für Opern oder sowas nur Klassik lernen, damit ich sage, okay, ich bin jetzt vor so und so vielen Leuten auftreten, aber ich meine, ja, wenn's ein breit gefächerter Musiker bist und du, das ist wurscht im Prinzip, ja, dann ist da eh wurscht. Aber wenn du jetzt wirklich hauptsächlich im Metal oder Punk oder sonst irgendwas unterwegs bist. Ja, aber Session-Musiker machen das halt hauptsächlich, genau, ja, denke ich mal, weil die kriegen, sagen wir mal, 40 Songs hingelegt. Aber ich glaube, der Unterschied ist halt, denen macht das auch Spaß. Ja, wahrscheinlich. Weil mir würde es jetzt keinen Spaß machen, eben Justin Bieber auf einmal auf der Bühne zu covern oder... Ja, voll. Das könnte ich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht wirklich. Also ich will schon meine persönlichen Elemente in die Musik reinbringen, um das... Nein, ich keine Ahnung. Ich glaube, da sind wir sich einig auf jeden Fall. Eher Selbstverwirklichung als... Als bekannt jetzt, ja, gerade, auf jeden Fall. Ja, voll, weil dann bringst du, wenn du wirklich das rüberbringst, was du halt, jetzt stehe ich an. Ja, was ich ausdrücken mag. Genau. Das. Jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Kein guter Redner. Oh Mann. Ja, voll. Also. Selbstverwirklichung. Passt. Selbstverwirklichung. Haben wir noch was? Ja, stimmt. Was ist ein Grund dafür, warum ihr Selbstverwirklichung, warum euch das wichtiger ist? Warum uns Selbstverwirklichung wichtiger ist? Darum geht es eigentlich. Also, ich glaube, man kann am besten einfach sagen, einfach wegen Spaß. Also es macht mir persönlich mehr Spaß, die Musik, die produziert wurde von der Band, also eben von uns, beziehungsweise eben vom Producer, zu spielen auf der Bühne, als wie eben irgendetwas, was man nicht wirklich durchlebt. Ja, voll. Also wenn man wirklich seine Zeit, sein Blut, sein Schweiß, alles in dieses Hobby rein pulvert, ist es einfach der Effekt, den du dadurch kriegst bei Konzerten und weiß nicht, wenn du jetzt privat wen triffst und sagst, hey, coole Lieder, glaube ich, ist es einfach viel mehr wert. Ja, voll. Du schätzt das einfach 100-mal mehr. Und das ist, finde ich, einer der größten Gründe, warum Selbstverwirklichung auf jeden Fall wichtiger wäre. Ja. Ja, da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Ja, es macht einfach viel mehr Spaß. Genau. Wenn da die Leute dann eben dann das Mikro wegreißen und die Lyrics, was du, beziehungsweise halt der Sänger geschrieben, ja, hat. Oder die Gitarre singen. In unserem Fall. Genau, na gut, mir willst keine Gitarre wegnehmen. Und wenn, dann habe ich ein Problem. Na, aber eben, wenn jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt da 50 Leute vor dir und die können diesen Text auswendig und die singen den jetzt mit im Chorus oder sowas, dann ist das einfach, ja, viel mehr wert und das ist auf jeden Fall ein großes Plus an dem Hobby. Also das macht die Stunden, die man zu Hause hockt und nur schreibt und dann wieder löscht und dann Neues schreibt und wieder löscht, den Graveyard vergrößern eben. Ich glaube, das macht dann auf jeden Fall vieles, vieles weg. Oh ja, der Friedhof, in dem schon viele Sachen gelandet sind. Aber nie wieder bearbeitet werden. Man sagt immer, ich bearbeite das dann später und das liegt dann so 5 Jahre drin. Ja. Dann hörst du es dir an und denkst, ach Gott, shit, no. Ja, oh, aber manchmal kommt man auch wieder zurück zu Sachen und denkt sich so, das könnte man eigentlich wiederverwenden. Okay, das ist mir noch nie passiert, ganz ehrlich. Ein, zwei Mal hatte ich schon den Moment, wo ich mir gedacht habe, eigentlich war das nicht so schlecht. Aber dass es dann wirklich dann auch von allen in der Band aufgenommen wird und dass so weiter dran gearbeitet wird. Du hörst das anders als die in der Band. Ja, das ist voll. Das ist, glaube ich, das Schwere daran. Voll. Okay, einen habe ich noch. Meine Leidenschaft wird von Außenstehenden nicht als vollwertig wahrgenommen. Ja, dadurch, dass die Musik, die wir eigentlich ja machen, schwer zu verständlich ist für den Normalverbraucher. und nicht radiotauglich eigentlich. Stimmt's,
Es ist halt ein Unterschied, ob die Leute das zwar verstehen, dass du das machst, dass sie sagen, okay, sie finden das cool, was du machst, ich höre es zwar nicht, aber go on, do your thing. Und das ist cool. Aber es gibt genug Leute, die dann sagen, was ist denn Musik, das kann ich mir nicht anhören, das kann man nicht im Radio, also da wird mir nur aggressiv. Ja, voll. Also den Leuten das näher zu bringen, ich habe das in letzter Zeit gemerkt, auch bei Leuten, denen ich meine Musik gezeigt habe, auch dann so, aha, ja, was machst du für Musik? So, ja, Metalcore. Und so, aha, okay, was ist das? Ja, intensive Schreimusik. Hörst du mal an, wenn du magst. Ich verstehe, wenn es dir nicht gefällt. Aber ich glaube, wenn man das gut rüberbringt, dann sehen die Leute auch ein bisschen den Wert drinnen. Und ich glaube, es gehört auch sehr viel die Life Experience dazu. Das ist das. Und also das ist also es ist ganz heftig, glaube ich, wenn du jemanden, der noch nie was mit Metal am Hut hast, dann einen Song von uns oder von unseren Bands mehr oder weniger zeigst, weil das ist dann ordentliche Reizüberflutung, was einfach viel Info für den normalen so. Der kann, also könnte es, glaube ich, nicht unterscheiden, wenn jetzt hast du die Gitarre. Warum spielt die Gitarre das und das Schlagzeug das? Ich weiß gar nicht, ob es das ist, aber es ist einfach. Es ist, glaube ich, einfach too much. Da müsste man sich rantasten, einfach. Von ein bisschen weicher, ein bisschen härter. Ja. Und so. Hör dir vielleicht mal das vor an, bevor du dir unsere Band anhörst. Ja. Dann hast du ein bisschen einen Vergleich. Was nicht gleich ins kalte Wasser schubsen, sozusagen. Ja, voll. Obwohl das eigentlich echt lustig ist. Aber ich habe schon oft erlebt, dass, keine Ahnung, auch jetzt heißt zum Beispiel Familie, wenn die gesagt hat, ja, sie kommen halt auf einmal und gesagt, naja, willst du das wirklich antun? Ich meine, kein Problem. Wenn du das wirklich anschauen willst, freut es mich. Ja. Ja. Aber es ist dann halt auch oft das Kommentar kommen, so, ja, ich höre die Musik zwar nicht, aber ich finde es cool, die Live-Stimmung ist einfach was anderes. Und das ist halt voll. Ich glaube, das ist halt der große Unterschied bei unserer Musik. Du hast live eine andere Stimmung, als wie wenn du jetzt jemandem deine CD wirklich präsentierst. Ja, voll. Und das ist, glaube ich, das, woran es bei vielen dann einfach an Verständnis auch irgendwo hapert. Ja, das stimmt. Du zeigst ihnen jetzt zwar deine, keine Ahnung, neue Single, schau, wir haben jetzt die neue Single da. Ja, okay, cool, viel schreien, aber was mache ich damit? Was ist dahinter? Ja, voll. Und wenn du aber dann aufs Konzert gehst und du siehst, keine Ahnung, die Leute springen alle und zum Beat sozusagen. Ja. Dann ist das dann auf jeden Fall schon was anderes, wenn die Person einfach hinkommt, um sich das halt mal anzuschauen. Voll. Und denen taugt das dann auf. Das ist eine Sache, wofür ich meine Eltern extrem feiere, weil die sind eigentlich, wenn sie können, kommen sie zu jeder Show. Und ich schätze das so sehr, weil das ist echt. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass einer von den älteren Generationen jetzt einmal sagt, ja, ich gehe auf einem Metal-Show in dem Kaliber halt. Es ist ziemlich intens und trotzdem findet er dann Freude dran und ich habe ihm das näher bringen können, auch mit den Breakdowns und so und so. Jedes Mal kommt er dann zu mir, oh ja, der Breakdown, der ist dann voll eingegangen und Gamer und Leibwand. Und cool. Mir wärmt das so das Herz einfach. Ich meine, mein Vater ist sogar extra, damals wie wir auf Tour waren, er ist auf eine Show rausgeflogen. Einfach. Er ist nach Bukarest geflogen und hat sich die Show gegeben. Ich meine, Number One Fan. Ne? Ja. What you gonna do about that? Das ist einfach. Das ist dann schon cool. Das ist so leibend. Also, das ist, glaube ich, mein größter Erfolg, was außenstehende Leute betrifft, reinzubringen. Ich meine, Eltern unterstützen, aber es ist nicht selbstverständlich, dass Eltern kommen und sich die Shows anschauen. Das ist es überhaupt nicht. Aber ich glaube, es kommt dann wiederum auf die Generation auch wieder drauf an. Also so Großeltern. Und auf Musikgeschmacken auch, ja. Großeltern sind so, oh Gott, na, das ist keine Volksmusik, das ist die Trompete. Okay, aber da würde ich nur wenige ältere Leute kennen, die das wirklich, wirklich genießen. Beziehungsweise keine, eigentlich. Stimmt, ja. Voll. Next, do we have something? Nein, das waren die Anstöße, die das großen Gassen. Okay. Jetzt ist Zeit für einen Band-Austausch. Band-Austausch. Wie nehmt ihr die andere Band so wahr? Okay. Und was gibt's Neues bei euch?
dann fangen wir mal bei dir an. Wie schaut's generell, wie geht's euch allen beziehungsweise im Lockdown jetzt? Also nach dem Lockdown eigentlich? Bei uns war's sehr, sehr, sehr ruhig eigentlich, weil jeder mit seinen eigenen Sachen beschäftigt war. Mhm. Der Manu, unser Gitarrist, das einzige übrige Originalmitglied von der Band. Doch, okay. Der macht gerade fertige Ausbildung in der FH, mhm, in St. Pölten. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie der Kurs heißt, den er macht, aber er macht Tontechnik, Lichttechnik, Pyrotechnik und alles, was zu einem Event dient. Veranstaltungstechnik. Ich glaube, Veranstaltungstechnik ist es im Endeffekt. Und da macht er gerade sein Projekt, seine Projektarbeit fertig. Der Daniel, unser Bassist, der arbeitet in der Klangfarbe, der hat auch jetzt wieder anfangen können, eben wieder zum Hackeln. Aber ja, voll, wir finden gerade ein bisschen heraus, wie wir den nächsten Release angehen, weil die letzte EP war ein ziemlicher, also war ziemlich zusammengewürfelte Songs eigentlich, weil da viel Line-Up-Changes passiert sind. Der Matthias ist reingekommen als Schlagzeuger. Dann hatten wir einen kurzen Bassistenwechsel. Der Daniel hat damals EP aufgenommen, aber dann hatten wir eine Zeit lang den Stefan. Mhm. Aber die EP ist eben damals so entstanden, dass zwei Songs schon fertig waren, mehr oder weniger. Okay. Wie ich gejoint bin, habe ich ein bisschen meine Elemente halt reingebracht. Einen Song haben wir komplett gemeinsam geschrieben im Proberaum und die anderen zwei Songs hat dann der Matthias gebracht. Okay. Und haben wir halt ein bisschen unseren Senf dazugegeben. Und so ist die EP dann entstanden. Jetzt wollen wir eigentlich mehr oder weniger probieren, mal wirklich uns gemeinsam in einen Raum reinzusetzen und zu schauen. Eine Pre-Production sozusagen? Ja, voll eine Pre-Production mal zu arbeiten. Es sind zwar schon Ideen da, aber es ist jetzt noch nichts Handfestes. Okay. Und dass wir ein bisschen mal unseren Sound finden in die Richtung, genau. Mhm. Und weißt du schon, wird es eher so in die Richtung EP wieder? Oder ja, voll. Voll. Wir haben vor, so eine 3-4-Track-EP vielleicht zu machen, mit vielleicht einem Interlude-Track oder einem Outro. Da hat Malevolence ziemlich inspiriert. Die haben jetzt so eine 3-Song-EP rausgebracht. Mhm. Es sind zwar nur 3 Songs, aber die 3 Songs sind dann wirklich gut geworden. Also rein zeittechnisch wäre das Gescheite und geldtechnisch auch im Endeffekt, weil ja, es lohnt sich einfach viel mehr dann, wenn du 3 wirklich, wirklich gute Songs hast, aber die dann schön liest. Das ist ein Unterschied, ja. Und ja, vor allem Musikvideos machen dazu vielleicht auch noch und ja, voll. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon bei The Oceans? Bei Sylt to the Ocean bin ich jetzt seit 2016, 17, glaube ich. Mhm. Also jetzt knapp drei Jahre voll. Es war nämlich so, ich habe zuerst nur für einen Weekender ausgeholfen, den sie schon geplant hatten. Da haben wir gespielt in München und im Replugged in Wien dann. Und ich habe den Manu schon davor gekannt, weil ich hätte einmal schon davor ihm aushelfen sollen, einfach für einen Gig. Und wie wir dann den Weekender gemacht haben und ich die Songs eigentlich eh schon davor gekannt habe und spielen konnte, hat er dann gemeint so, ja, wie schaut's aus bei dir gerade musikalisch? Hast du eine Band, ein Projekt? Und ich so, nein, eigentlich nicht. So, ja, hast du Bock? Und ich, ja, voll. Weil die Band, die ich davor hatte, war eher mehr punklastiger. Wir wollten sowas in die Richtung Sum 41 machen. Ah, geil. Also schon Punk, aber mit halt Breakdowns und Elementen und solchen Sachen. Okay. ja, voll. So ist es dann entstanden, so bin ich dann eingestiegen und Ich wollte eigentlich immer schon ein bisschen härteren Musik spielen. Straight to the Goshen. Genau, straight in the Goshen einfach mal was machen und ja, voll, so ist es dann gewesen im Endeffekt. Ich habe mich die ganze Zeit, weil wir sind ja auch recht neu, also ich habe ja mit der Szene früher nie zu tun gehabt, also wir sind ja ganz Ja, neu. Mir ist das eh aufgefallen. Und ich habe euch das erste Mal gesehen im U4.
Wo sie ja den Weekender mit den Empires und die Counterweights gehabt haben. Den Burn Down the District ja, Weekender. Genau. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Straight in die Goschner? Bin halt hingekommen und ich habe es ja dann am Schluss gespielt. Ich habe ja, halt die ganzen Bands davor. Wir waren Headline und dachte, jetzt interessiert es mich. Ah, okay, that's why. Ja, voll. Cool. Nein, es ist sehr, sehr brachial, also sehr geil. Davon. Ja, mit dem Danny an den Vocals ist es halt fast unmöglich, nicht brachial es zu ist, sein. Es ist halt so, so cool, weil er ist ja wirklich eigentlich zart, also wirklich sehr zart. Und dann kommt auf einmal so eine tiefe, fix Squeal-Stimme dann auch noch, da denkst du, das haben's eh nach dem ersten Weekender im Stormbringer geschrieben, hat jemand einen Beitrag gemacht über den Weekender und da haben sie auch geschrieben von wegen, dass wir die unwahrscheinlichste Truppe von allen waren und dann sind wir auf die Bühne gekommen und machen halt dann so eine Musik. Das ist ja voll. Ja, Fun Fact, auch bei dem Weekender, wo ich ausgeholfen habe, das erste Mal im Replug dann, hat der Danny ein Feature nämlich gemacht. Wirklich? Wie der alte Sänger noch gespielt hat und ich stehe halt auf der Bühne, ich habe nicht mal gewusst, dass das passiert, gell. Und der Danny ist halt in der Crowd gestanden und dann bei einem alten Song von der EP ist er dann raufgekommen und ich so... Oh. Und ich dachte, okay, ja, wer ist das jetzt? Geil. Haut den ersten Scream raus und ich denke so... Okay, cool, say no okay, more. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich gut an, das bracht eine und dann geht er von der Bühne runter. Ich denke mir so, na Mann, bleib oben. Bleib oben. So soll er. Hast du noch die Sad-Melodie im Hintergrund? Ja, fix. Und dann in den nächsten 2-3 Monaten hat sich dann herausgestellt, dass er dann joinen wird. Dann habe ich mir gedacht, ja, da könnte man schon was sehr, sehr Brachiales rausbringen. Und das haben wir dann mehr oder weniger genutzt, weil der Danny auch im Studio, er ist einfach in 1,5 Stunden. Wahnsinn. Die erste Single, die er aufgenommen hat, die hat er in 1,5 Stunden so eingesungen. Wirklich? Wahnsinn. Als Warm-up nimmt er sich 3 Schluck von seiner Flasche Cola und, und das war's für ihn. Org. Ist da wirklich nur Cola drin, oder? Wer weiß. We'll never know. Nein, es ist wahrscheinlich nur Cola. Org. Also eigentlich ist ziemlich stark dabei. Ja, fix. Und das Logo von euch, das mit der Hand, ist das nur für die EP gewesen oder war das wirklich... Ja, voll. Okay. Das war rein für die EP thematisch einfach. Weil euer richtiges Logo ist ja das mit dem Schiff dann. Ja, genau. Voll. Genau, cool. Voll. Das verwenden wir. Das hat uns ein Typ aus Deutschland gemacht, der schon mehrere Logos designt hat, auch für größere Bands auch. Ich glaube, für Veil of Maya hat er auch schon mal was gemacht und so. Ja, voll. Ah, der macht sehr coole Designs. Das ist bei dem sind wir auch geblieben, jetzt auch für den letzten Release, für Shadows auch. Mhm. Haben wir ein eigenes kleines Artwork nur für die Single gemacht, damit es schön ausschaut, auch auf Spotify und genau. Vor allem den letzten Song, den ihr rausgehört, ist das eigentlich, war der von der EP? Nein, das war extra, das war einfach nur eine Single. Mhm. So wie es gedacht war. Vielleicht kommt es als Bonustrack dann auf den nächsten Release drauf. Aber wir wollen das dann auch homogen lassen vom Sound her, weil wir auch vorhaben, eventuell mal einen anderen Producer. Nicht, weil der Norbert schlecht ist, auf keinen Fall. Weil er ist wahnsinnig gut in dem, was er macht. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich mir jetzt anhöre nach der EP, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders halt gemacht. Mal probieren, ja klar. Genau. Stimmt schon, ja, da kann man echt nichts sagen beim Norbert. Und von den Gigs eigentlich, wo du dann mitgespielt hast, was war eigentlich bei dir dann, wo du gesagt hast, okay, das war der Highlight-Gig, wahrscheinlich bei der Tour, oder? Eindeutig Fan-Misto. Eindeutig Fan-Misto. Das Festival, was wir gespielt haben, das war wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also wir sind halt davor, die Leute kennen uns nicht in der Ukraine, klar. Aber also die Russen sind da ein bisschen anders drauf. Ja, voll. Wir haben es dann so gemacht im Endeffekt, dass wir, nachdem wir Soundcheck hatten, wir sind da echt früh hingefahren, große Bühne, weißt du, du bist ein bisschen nervös und aufgeregt. Also wir hatten halt schon die Routine von der Tour, vom Touralltag, dass wir jeden Tag Tear up, Tear down, Show spielen und fertig. Dass das schon sehr, sehr routiniert war und das hat uns sehr, sehr geholfen, dann auch bei der Show selber, weil wir dann nicht mehr nachdenken mussten. Wir haben dann einfach... Du kannst das einfach dann schon genießen. Wir haben dann, wir haben dann einfach aus unseren Herzen raus performt und den Response zu bekommen von der Crowd, dann war dann...
Wahnsinn. Mhm. Also das muss jede Band mal irgendwie machen. Von mir habt ihr ja recht am Vormittag bzw. am frühen Nachmittag gespielt. Es war am Nachmittag. Es war am Nachmittag. Also ich weiß nicht, so um 16:30 oder so haben wir gespielt. Mhm. Und wir haben den Tag davor genutzt, wir haben uns ein bisschen das Gelände angeschaut und sind dann auf Leute zugegangen mit Core-Shirts, wo wir uns gedacht haben, ah, den könnte unsere Musik taugen eventuell. Mhm. Sind mit ihnen, haben wir Sticker genommen von uns, ganz viele, und haben die Uhrzeit und die Stage draufgeschrieben. Oh, cool. Und haben gesagt so, jo, 16:20, Dark Stage, be there and enjoy music. Und Dann sind teilweise, während wir die Sticker ausgeteilt haben, auch hergekommen und gesagt, ja, können wir ein Foto machen? Und wir so, ja klar, Twitch, kein Problem. Geil. Und ja, deswegen sind dann, glaube ich, auch recht viele Leute gekommen. Und es hat mega Spaß gemacht. Und danach haben wir dann auch noch mit den Leuten geredet, Fotos gemacht, Unterschriften gegeben. War sehr weird, aber jedes Mal, wenn jemand gekommen ist, können wir vielleicht auch noch ein Foto haben. Wir so, na sicher, komm her, geht schon. More pictures of me in the internet I never seen before. Nein, Ukraine ist ein super Land zum Performen. Aber die sind auch sehr, sehr musikoffen. Ja, voll. Das ist halt schon voll ein dezenter Unterschied, was du halt... Und sehr leidenschaftlich vor allem. Sehr, sehr leidenschaftlich. So erwartet man nicht. Ich glaube, da steht dann kein Brettel mehr gerade, die geben. Nein. Also, fahren drüber. Also da gibt's dann. Ich schaue mir immer noch hin und wieder Videos an von den Circle Pits, die wir aufgerissen haben. Einfach. Schön. Aber das Schlimme ist halt bei dem Ganzen, es dauert einfach viel zu kurz. Du bist 20 Minuten circa jetzt oder natürlich länger. Es kommt, ich weiß nicht. Während ich spiele, kommt es mir ewig lang vor. Und aber dann, wenn es vorbei ist, ist es dann so. Wohin mit dieser ganzen Energie dann einfach, ja, voll. Nein, das war eindeutig das Konzert-Highlight. Ja, ja, fix. Und irgendeine schlechte Erfahrung gemacht gehabt auch schon, wo es sagt, okay, holy shit, nie wieder? Ja, auch auf der Tour. Echt? Eh auch auf der Tour, Also ihr habt eigentlich beides auf der Tour kennengelernt? Ja, nein, es war ja, also die erste Show in Cluj war wirklich kaum besucht. Da hatte ich Glück, da hatten wir mehr oder weniger Glück, dass eine Freundin von mir gerade Studium gemacht hat, dort. Oh, pass auf, nicht, dass dir das selber passiert. Eine Freundin von mir hat dort Studium gemacht und wir haben dann bei ihr auch im Endeffekt übernachten können, weil sie viel Platz hatte. Die war da mit 4 Freundinnen im Endeffekt. Das war die Crowd. Aber hey, wir haben die motivieren können und die haben ihren Spaß gehabt. Ja, voll. Cool. Dann hatten wir eine Show in Mykolaiv, hieß das. Das war ist ein bisschen weiter südlich, in Odessa, in der Nähe von Odessa, sind wir so 1,5 Stunden gefahren. Und das war Ostblock as fuck. Also mehr Ostblock konntest du dir nicht vorstellen. Das Gebäude, das war ein einstehendes Hochhaus einfach, aber im Wohngebäude halt komplett abgefuckt. Und bist reingegangen und es war ein riesiger Saal. Okay. Es war ein richtig großer Saal, eine große Bühne. Aber du kommst rein und es ist so ein leichter Mief. Ja. So, kellermäßig, so als würde es irgendwo schimmeln. Was der Daniel und ich gehen da rein und schauen uns um und schauen auf die Decke und denken so: Hey, ist das jetzt wirklich so? Und es sind einfach an der Decke überall Eierkartons. Was? Gepickt. Echt? Ja, voll. Weil sie gemeint haben, halt für den Sound, dass das leibend ist. Und okay, cool. Die Soundguys haben kaum Englisch geredet und haben 20 Minuten, 30 Minuten Bass-Sound gecheckt. Der Daniel ist auf der Bühne gestanden, wir sind daneben gesessen, haben gewartet. Und dann haben wir gespielt. Es war wirklich wenig los. Also die paar Leute, die da waren, hat den Raum gar nicht gefühlt, weil es hätten locker normalerweise 300 Leute in diesen Raum reingepasst. Und es waren halt 10, 11 Leute. Die waren relativ motiviert. An dem Tag davor waren wir auch noch trinken ein bisschen. Das heißt, ich war heiser, der Danny war auch heiser. Ich habe dann teilweise gar nicht mehr gesungen. Und beim vorletzten Song ist uns dann überhaupt nicht der Strom ausgegangen, aber das ganze Licht war weg.
Das ganze Licht weg. Es war einfach zappeduster. Und wir spielen und denken uns so, ja, ist es irgendwann, geht es irgendwann wieder an? Wir spielen so den Song fertig und dann geht das Licht wieder an. Stromrechnung nicht bezahlt. Aber das Highlight bei der Show war, wir haben bei einem Song, bei Bleed haben wir es dann immer so gemacht, dass wir gesagt haben, dass die Leute runtergehen sollen, dass wenn der Song anfängt, dass wieder die Leute wieder hochspringen sollen. Und es waren halt direkt neben dem Platz, wo der Crowd war, waren auch Stühle und Tische, wo sich Leute hinsetzen konnten, Bier trinken konnten. Und der Danny sagt so, okay, sit down, gell? Und die Leute gehen zu den Tischen rüber und setzen sich wieder an die Sessel, an die Tische. Und ich so, no. Und versucht ihnen das zu erklären, nein, runtergehen. Geil, das ist wirklich... Das war sehr lustig. Voll, das war einer der schlimmeren Shows, aber im Endeffekt war es uns dann. Aber es hat dann noch irgendwas Positives dran gehabt. Ja, es war lustig im Endeffekt. Also wir haben es dann nicht so ernst genommen und es war gut, dass das die... Es muss eine Show geben, die nicht gut funktioniert. Das ist einfach so. Und hat man gute Storys dann zu erzählen, auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast generell dezent viel, was du erlebst und was du dann erzählen kannst und deine Insider-Gags dann dabei hast. Ja, oh Gott. Das sind einfach grenzwertige Sachen dabei gewesen auf der Tour. Die Bus-Talks, uff. Seid ihr die ganze Zeit nur also habt ihr einen eigenen Bus gehabt? Ja, voll. Wir haben jemanden angeheuert dafür, der ist gefahren. Weißt du, da fällt mir der Name nicht ein, wisst ihr? Euer Tour-Guy, Ben? Der Bernie? Bernie, genau. Nein, der Bernie ist nicht selber gefahren, aber er war dabei die ganze Zeit, weil er mehr oder weniger mit einem Typen aus der Ukraine die Shows gebucht hat gemeinsam. Damit das alles glatt läuft und genau, hat auch ein bisschen gefilmt und hat das dokumentiert auch ein bisschen. Gibt es ja auch ein, zwei, drei Videos gegeben, wo das dokumentiert war. Voll. Cool. Voll, wie schaut's bei euch aus? Ihr habt ja jetzt die EP, wie lange ist sie jetzt schon draußen? Die haben wir im Dezember released gehabt. Ja. Kurz bevor die Lycan-Serie released gehabt haben. Wir haben... Ihr habt das mit Stevo gemeinsam gemacht, gell? Ja, genau. Er hat uns, also eigentlich, genau, Stevo und Norbert, der hat dann auch nochmal seinen Senf dazugegeben. Mhm. Und so ist die EP eigentlich entstanden. Also, ja, nein, die ist jetzt seit Dezember draußen und haben zu der Zeitpunkt eben Schlagzeugerwechsel gehabt. Wir haben jetzt den Hermes bei uns. Ja, voll. Ist er jetzt schon fix? Ja, ist jetzt fix. Also jetzt ist es wirklich so. Seit Dezember eben bei dem Killer Liking Kick, bei der Release-Show, haben wir dann auch auf der Stage gesagt, okay, heute. Er ist fix mit uns und der Hermes hilft uns jetzt auch sehr viel mit Songwriting eben. Okay. Hat ewig viel Erfahrung natürlich. Ja. Und das ist halt jetzt das, worauf wir einmal hinbasteln, einfach mal Songwriting. Hm. Von wem geht das aus? Von wem geht das aus, die Ideen beim Songwriting bei euch? Also wir versuchen gerade eigentlich einen Workflow irgendwie rauszufinden, weil wir natürlich, okay, dann kennen Hermes natürlich noch nicht so lange. Genauso wie bei uns eigentlich jetzt. Genau. Okay, alles klar. Und also wir haben es vom Lockdown haben wir so gehabt, dass wir sich einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche getroffen haben, Riffs austauscht, Songs getappt, aufgenommen, haben wir geschaut, okay, wie hört sich das an. Dann haben wir es in die Band mal reingehauen, also in die Gruppe. Meistens ist es dann so sogar, dass der Benji sagt, okay, er nimmt sich das. Mhm. Dann ist es wirklich, du hörst ein paar Tage nichts von ihm und dann auf einmal haut er den Song wieder zurück und der hat seinen Zucker drüber gegeben mit Layers und okay. Die Parts, was ihm jetzt zum Beispiel nicht dazu gesagt haben, die hat jetzt umdreht oder sowas. Also er hat dann so dieses, der Benji ist wirklich dann so, dass er den Zucker drüber gibt. Mhm, also er hat dann wirklich dieses Gehör, wo er sagt, okay, die Parts downnehmen, den Rest gibt er vielleicht weg oder schreiben wir um oder sowas und dann klebt das zusammen. Und das macht und mit dem halt Konstrukt geht sie dann zum Sivo und geht sie nochmal drüber? Also wie wir die EP gemacht haben, das war wirklich, wir haben echt nicht gewusst, wohin. Also wir haben, unsere alten Lieder waren sehr, sehr, dieses Alt-Metal-Chord, wie so Isali Dying halt gehabt hast. Ja. Und wir haben gesagt, okay, es ist zwar cool, aber es ist nicht wirklich das, was wir erzielen wollen. Mm. Mit dem Steve haben wir dann gesagt, naja, wir brauchen Hilfe beim Songwriting. Vor allem, ich habe nie mit Songwriting zu tun gehabt. Ich war wirklich komplett neu, ja, sozusagen in dem Bereich.
Und habe gesagt, na Steve, wir bräuchten Hilfe. Und er hat gesagt, ja, passt, schauen wir sich an. Und er hat dann halt wirklich auch Riffs gezeigt, die er mit uns machen möchte. Und gesagt, okay, ja, cool. Voll. Das gibt uns einmal eine Richtung. Also sie wurde uns wirklich in einer Richtung, ich will jetzt nicht sagen gedrängt, das klingt nämlich gezwungen, aber er hat uns in einer Richtung bewegt, wo wir alle sagen, okay, das taugt uns, das ist cool. Und auf dem wollen wir einfach drauf aufbauen. Und ihr fühlt euch wohl auch bei der Geschichte. Genau. Okay. Also da hast eben, Benji kannst du super cleans. Wir haben nämlich jetzt auch umgestimmt, nämlich wir waren früher auf Job A. Der Benji hat sich einfach so schwer dann mit der Stimme, einfach weil er so hoch gehen musste mit der Stimme. Ja. Dass man während den Aufnahmen beim Norbert haben einfach schon so viele Probleme gehabt, weil der Benji nicht mehr konnte mit der Stimme. Und man hat gesagt, der Norbert ist einfach hingegangen, okay, wir müssen das mal kurz runtertunen, vielleicht tust du dann leichter und das hat super funktioniert. Das heißt, ihr seid jetzt auf G? G, genau, Job G. Ja, okay, mit der 7 seid, das ist dann noch. Und das hört sich dann auf jeden Fall auch fetter an, finde ich. Aber der Main-Fokus war dann wirklich darauf eigentlich, dass der Benji sich wohlfühlt. Habt ihr euch da beim Tuning an einer Band orientiert? Nein. Dass ihr sagt, ihr wollt jetzt unbedingt A machen und... Gar nicht eigentlich, also... Ich war am Anfang, ich habe zu dem Zeitpunkt urviel Polaris gehört, diese alten Scheiben. Ja. Und die waren ja, glaube ich, die sind ja in C-Sharp. Ja, voll. Und mir hat das Tuning immer taugt. Ich habe mir gedacht, okay, cool, für mich wäre es cool. Band ist natürlich, ja, machen wir halt ein anderes, wenn es unbedingt im A bleiben wollt. Mhm. Ich glaube, das war damals einfach, weil wenn wir jetzt noch tiefer wären, wäre es denen zu tief gewesen. Dann kannst ja, voll. Und ich war halt eher in dem am Tuning verliebt und habe mir gedacht, ja, wurscht, mache ich es halt privat. Aber eben dann im Studio hat es dann geheißen, na, es wäre für den Benji angenehmer. Ja, er kann seine Vocal Range endlich ausbreiten gescheit und seine Comfort Zone. Wirklich, okay, das ist seine Zone, wo er sich bewegen kann und da ist er fix dann dafür. Und das war halt einmal der Main Focus. Ja, voll. Ja, es hat schon viele Gründe, warum man sich festsetzt dann auf ein Tuning. Es ist halt auch größtenteils einfach praktisch, damit du keine zweite Gitarre einfach mit dabei haben musst oder dir jetzt nicht extra ein Drop-Tune-Pedal kaufen musst. Ja. Weil bis zu einem gewissen Grad funktionieren die Drop-Tune-Pedals wirklich, wirklich gut. Also wenn du einen Halbton runtergehen willst für einen Song zum Beispiel, was wir auch uns überlegt haben für eine Nummer, damit die eine Nummer plötzlich komplett brachial einfach rüberkommt dann noch einmal. Voll. Ich würde da auch gern eigentlich mehr experimentieren eigentlich, beziehungsweise sich nicht festsetzen, wenn ein Song einfach das... In Drop E. Ich meine, ich hätte eine 8-Seite, aber naja. Die zu spielen ist halt dann auch wieder. Kommst du zu lernen. Okay. Muss man da wieder auch machen. Ja, voll. Na, und auf jeden Fall eben, wir waren dann eben beim Stevo und der hat uns das dann gemacht und eben auf dem wollte man Wärme aufbauen. Und das ist halt jetzt eben das Ding, wie wir eben in der Zeit, wo wir jetzt eben nichts machen konnten. Haben wir halt jetzt genutzt, auch ich selber zu Hause, dass ich einmal schaue, okay, wo ist meine Riff-Range, okay, was kann ich machen, bis wohin? Mm. Dass ich sage, okay, ich kann mich wenigstens nach der Bühne halbwegs bewegen. Und dass es halt dann noch einen Sinn auch ergibt. Und das deswegen fehlt mir das Proben gerade extrem, weil das zu Hause spielen und ich meine, es ist, man muss die Songs fresh halten, auch wenn man sie schon 1000 Mal gespielt hat, aber... Das fehlt mir jetzt gerade wirklich am Proben, dass ich keinen Auslass habe, die Performance mehr oder weniger auch zu üben. Weil ich habe gemerkt, so, wir haben nach der Tour eine kleine Pause gemacht, wo wir wirklich gar nicht geprobt haben. Und dann sind wir zurückgekommen im Proberaum und es war jetzt nicht katastrophal, aber es war dann schon so... Du bist auch okay. Ja, es hat schon mal besser geklungen, beziehungsweise ist schon mal flüssiger gegangen, das Ganze. Stimmt. Das war dann eben bei der Festival-Show, nach dem siebten Gig ist es dann schon so eingeschweißt. Aber ich finde, das ist eh recht normal. Du brauchst irgendwann einfach eine Pause, wo du sagst, okay, du hast jetzt, keine Ahnung, dein Weekend da gespielt. Sagst, okay, ich brauche jetzt ein, zwei Wochen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber der Flow muss beibehalten werden, meiner Meinung nach. Und das kann dann... Es kann dir dann viel mehr reinhacken, als du denkst dann im Endeffekt, wenn du dann nach zwei Monaten nicht proben, dann plötzlich im Proben. Ja gut, also zwei Monate ist dann halt auch schon Wahnsinn. Ja, das ist heftig. Das stimmt. Aber hey, jetzt ist es ja gerade. Also ich weiß nicht, du hast gesagt, ihr habt schon geprobt jetzt einmal wieder, Wir oder? Haben gestern das erste Mal, also nicht jetzt komplett geprobt mit ihm, aber wir waren gestern eben, Benji, der Chrissy und ich haben wir gestern probt das erste Mal wieder. Und es ist halt schon angenehm. Es ist einfach, gehst hin, spielst einfach und kannst mal wieder alles rauslassen. Ja, voll. Das geht mir gerade ziemlich ab.
Der Danny ist da noch nicht so, unser Sänger ist da noch nicht ganz keen dran, dass wir schon proben. Dem geht das Ganze eh gerade ein bisschen auch zu schnell mit den Grenzen öffnen und solche Sachen. Und das muss ich auch respektieren auf jeden Fall. Also. Ja, ja, da ist jeder sein eigener Chef, also da kann man nicht. Nein, aber ich glaube, sobald das Ganze wieder losgeht, ist eh, geht, es rennt alles. Ja, voll. Also mal schauen, ob die Show jetzt stattfindet. Unsere Metal Night Outbreak Show. Ich glaube, das wird einfach noch verschoben. Ich glaube, es wird auch noch verschoben. Das passt schon. Obwohl, ich war schon echt motiviert drauf, weil das ist die einzige Location. Das abgesehen von. Die Szene hast du noch nicht gespielt, glaube ich. Ja, voll. Ich habe die Szene noch nicht gespielt und halt Gasometer und Stadthalle halt noch nicht, aber das ist sowieso. ich glaube Stadthalle. Aber die Arena habe ich zum Beispiel schon ein paar Mal gespielt. Okay. Das ist immer eine Garde zum Beispiel dort. Oder, aber eben die. Wie ich angefangen habe, mich in der ganzen lokalen Metalcore-Szene zu bewegen. Die erste Show, die ich gesehen habe, war in der Szene. Das war, glaube ich, Senseless. Eine Show mit Senseless als Headliner. Und da habe ich erst wirklich gecheckt, dass es wirklich eine Metalcore-Szene in Wien auch gibt. Dass da auch sogar viele Leute kommen. Und ich so, oh wow. Oh shit, das ist lebend. Es lebt, es hat richtig gelebt, ja voll. Das hat mir einen argen Einblick gegeben. Ich weiß nicht, wer da noch gespielt hat. Ich glaube, Officer Sound hat auch gespielt. Wahnsinn, ja voll. Das war das erste Konzert, wo du dann in das. Glaube ich schon. Bin mir nicht sicher. Cool. Ein paar Worte an die Szene. Ich könnte alles sagen. Bin zu klug. Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich nämlich eh fragen, weil ich fluche eigentlich sehr viel. Ich habe mich ja ziemlich zurückgehalten. ein paar Worte an die Szene. Selbst, ich glaube, gerade jetzt beim Lockdown und beziehungsweise nach dem Lockdown und jetzt, wo die Konzerte weniger sind, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass du bandtechnisch sich gegeneinander unterstützt, sei es jetzt mit Release, Sharen, sagt mir eh oft, es ist keine Hocken, drück auf Sharen und keine Ahnung, schreib dazu, check it out, irgend sowas. Ja, fix. Das macht unser Sänger gerade, der ist gerade brav, ja, genau. mit Bands sharen und anhören und so. Und das tut keinem weh, und wenn es ihn jetzt nicht interessiert, der das liest, ja meine Güte, dann interessiert es ihn nicht. Aber ja, es wird so irgendwen erreichen, den es dann vielleicht interessiert und ja, der das dann wirklich hört. Obwohl ich sagen muss, da ist. Also, was ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel Viper Room hat auch jetzt ihr Ziel erreicht, was die Spenden, die Spenden betrifft, was ich super, super leibend finde. Ja, voll. Weiterhin unterstützen, Musik streamen und Shirts. Also, wenn wieder irgendein Konzert oder die Möglichkeit habt, irgendwo was bestellen von einer Band, genau. Just go for it. Helft es denen, wenn ihr gerade eben. Keine Ahnung, sagt, okay, ich habe jetzt gerade eh Kohle bis zum Umfliegen, weil ich gebe eh nichts aus. Kauft einmal 10 Label von einer Band. Go for it. Ja, fix. Kann ich einen kleinen Shoutout auch machen? Ein Freund von mir hat ein Studio im 22. Bezirk. Dem versuche ich gerade ein bisschen zu helfen, in die lokale Musikszene auch zu kommen. Cool. Der ist sehr versiert, der hat ein fertiges Studio, mit dem er fertig ist zum Recorden, egal ob es Demos sind, Mixing, Masterings, der hat das alles drauf. Zu finden auf Instagram unter Matt K, weil er baut gerade sein Social Media auf. Der Typ war nie wirklich Social Media versiert und versucht das gerade ein bisschen zu lernen und herauszufinden, was ganz lustig ist und auch ein bisschen seltsam sein kann, weil Social Media ist auch manchmal komisch und ein bisschen unverständlich. Ja. Aber ja, Matt K. Auf Instagram und meldet euch bei ihm, wenn ihr Demos machen wollt oder so. Doch, der danke freut sich an Peter und an Jörg. Ja, voll. Da danke an euch beide, dass ihr den Podcast unbedingt macht. Abonnieren den Kanal. Das muss weitergehen. Jawohl. Alrighty.